Beinbeugen im Sitzen. Stelle den Sitz so ein, dass sich deine Kniegelenke auf einer Höhe mit dem Drehgelenk der Maschine befinden. Die Höhe der Beinauflage sollte so gewählt werden, dass die Knie in der Ausgangsposition noch leicht gebeugt sind. Das Polster für die Unterschenkel stellst du so ein, dass sich die Fußrolle oberhalb deines Sprunggelenks und der Achillesferse befindet. Die Füße stellst du dabei hüftbreit auf und ziehst die Fußspitzen an. Atme aus und führe deine Fersen möglichst nah zum Gesäß. Atme ein und führe deine Unterschenkel wieder langsam zurück in die Ausgangsposition. Am Ende der Bewegung solltest du das Gewicht nicht ablegen, damit die Spannung nicht verloren geht.